Herzlich willkommen zu einer neuen Hundevermittlung direkt aus dem Tierheim. Bei strahlendem Sonnenschein zeigen wir euch auch diesen Monat einige wunderbare Hunde, die bei uns hier im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Und wir beginnen mit dem Viktor, den ich jetzt gerne im Bild haben möchte. Viktor! Denn der Viktor ist unheimlich bestechlich. Viktor! Da ist er schon. Du bist ein süßer Bissu. So, jetzt kannst du wieder gehen, du kleiner Verfressener. Viktor, 2018 geboren, also 5 Jahre alt. Ein Labrador-Mix, der seit Januar bei uns im Tierheim ist. Das war ein Wohntier. Genau. Und Viktor ist wirklich eine treue Seele. Er ist lieb, er ist wissbegierig und auch gelehrig. Ja, und freundlich. Ja. Absolut. Ja, und man kann auch sagen, er ist auch leichtführig, denn er hat wirklich ein gutes Grundgehorsam. Er ist mit Hündinnen verträglich, wie so häufig bei Rüden entscheidet die Sympathie. Ja. Wir können uns auch vorstellen, dass Kinder so ab 12 Jahren im Haushalt leben können. Allerdings sollte Viktor schon ein ebenerdiges Zuhause bekommen, in ländlicher Umgebung. Ne? Schon aufgrund seiner Statur sollte man jetzt schon an später denken. Und da er ja auch recht wachsam und auch bellfreudig ist, sollte es eher auf dem Land eine Wohnung sein und keine Stadtwohnung. Genau. Muss man einfach sagen. Das muss man sagen, genau. Denn er passt schon gut auf. Er lässt sich aber auch gut regulieren. Ne? Wenn er ausgelastet ist und nach Eingewöhnung, kann er auch stundenweise alleine bleiben. Ja. Und eigentlich können wir uns gar nicht erklären, warum er noch da ist. Vielleicht, weil er so groß und schwarz ist. Aber er ist wirklich ein Traumhund und auch wirklich ein treuer Begleiter. Und jetzt holen wir ihn noch mal ins Bild. Wo habe ich ihn? Viktor! Viktor! Ja. Oh, du bist verfressen, du. Kann auch sitzen, guck mal. Guck mal, so fein ist, ne? Du hast ja auch ein tolles Grundgehorsam. Viktor wartet bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause, sofern euch die Bilder überzeugt haben, bitte melden und Viktor kennenlernen. Du bist ein Süßer. Du bist schon süßer. Ja. Hast genug Leckerlis gehabt. Schluss jetzt. Ist das eine Süße? Ist eine Süße. Ja. Es geht weiter mit der Bagda. Die Bagda ist am 7.5. Ich wollte gerade sagen 1922. Ja. 2022 geboren. Ein American Staffordshire Terrier, die seit März bei uns im Tierheim ist. Die kommt aus einer Beschlagnahmung. Mhm. Jung, wild, ungestüm. Ja. Das ist so die drei passenden Bezeichnungen für die junge Bagda. Genau. Und sie muss jetzt wirklich lernen, auch mal Ruhe aushalten zu können. Ne? Denn sie ist wirklich sehr temperamentvoll und auch sehr neugierig und ja, die hat in ihrem Leben, in ihren 11 Monaten im Grunde noch nichts kennengelernt. Ja, also sie ist wirklich ein Rohdiamant. Grunderziehung ist noch nicht wirklich vorhanden. So ansatzweise schon. Man arbeitet jetzt ja intensiv mit ihr bei uns hier im Tierheim. Ja. Von daher haben die Aufnahmen auch toll geklappt. Der Sitz klappt auch schon gut und dadurch, dass sie recht gefräßig ist, klappte das auch ganz wunderbar. Aber man muss wirklich noch viel mit ihr arbeiten. Ja. Sie ist verträglich mit ebenbürtigen Rüden, ne? Die halt eben auch mit ihrer ungestümen Art zurechtkommen. So, ne, Hündin sollte es nicht sein. Ja, wir denken auch, Jugendliche wären okay im neuen Zuhause. Allerdings muss auch das Alleinebleiben noch geübt werden. Die wilde Hummel, die das Hunde-Einmal-Eins noch lernen muss und voller Wissbegier jetzt die Welt entdecken möchte, sucht ein neues Zuhause. Und wer, ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier fliegt auch immer der Norden, dank neuer Mikros hört man es nicht, sagt der Kameramann. der
Ja. Aber wir verstehen uns nicht mehr. Aber wer Pitti Steffs mag, ja, und auch Lust hat, sich intensiv mit der Bagda auseinanderzusetzen und ihr das einmal eins beibringen möchte, ja, der kriegt einen richtig tollen Hund. Ja. Denn die ist wirklich toll dafür, dass sie erst knapp ein Jahr alt ist. Ja, und die, du hast dich ja schon wieder in ihren Schmachblick verliebt. Ja, ne? Habe ich. Bagda, komm mal her. Komm mal her. Sitzen. Ja. Sitzen. Bagda sitzt fein. Fein. Oh, guck an dieser Blick. Und das Öhrchen. Die ist süß. Ja. Ihr mögt Steffs, dann müsst ihr Bagda kennenlernen. Bagda. Oh, bist du eine Süße. Du bist wirklich mein Beuteschema. Du bist mein Beuteschema, du Süße. Kann man dem Blick widerstehen? Kann man nicht. Und wenn das Öhrchen dann so umflappt. Oh. Bin schon wieder hin und weg. So, zwischendurch die Hunde, die aufgrund der letzten oder eine der letzten Hundevermittlungen ein neues Zuhause gefunden haben. Und die zeige ich euch jetzt mal. Vermittelt wurde der stattliche Roscoe. Den hatten wir letzten Monat in der Vermittlung. Außerdem vermittelt wurden der unsichere Toscher. Den haben wir euch im Februar, März diesen Jahres vorgestellt. Und, freut mich natürlich wunderbar, besonders, der hübsche Dino. Den haben wir im Oktober, November 2022 vorgestellt. Silke, vier Hunde sind noch nicht vermittelt. Ja. Zeigt sie den Zuschauern. Ja, und deswegen müsst ihr euch auch unbedingt die Hundevermittlung vom Vormonat noch mal anschauen, denn da waren wirklich tolle Hunde dabei. Unter anderem die bezaubernde Bambina, die ja auf ihrer Pflegestelle regelrecht aufblüht. Dann der temperamentvolle Da Vinci wartet noch auf seine Menschen. Der gelehrige Tyson und unser Sonnenschein Tinker. Also guckt sie euch unbedingt noch mal an. Und Roscoe, Toscha und Dino, mit ihren Haltern drücken wir die Daumen für viele tolle gemeinsame Jahre. Ein Leckerli für den Niki. Es kommt der nächste Hund. Ein Hovawart Golden Retriever Mix. Man kann schon sagen, es ist ein Senior, denn der Niki ist 11 Jahre alt, 2012 geboren, seit Januar bei uns im Tierheim. Und wie wir finden, es ist ein richtig echter Sonnenschein. Ja, oder ein Goldstück. Also ja, Gold. Das kannst du dir aussuchen. Der ist wirklich, der ist so bezaubernd. Der ist aufgeschlossen und freundlich zu jedem Menschen. Ne? Und ja, ich sag mal, der Hoverwart, ne, das ist vielleicht so seine Statur, aber Einbrecher würde er höchstens zu Tode kuscheln. Das muss man so sagen. Er ist verträglich mit Artgenossen, Hündinnen bevorzugt. Ja. Ja, wenn es nette Rüden sind, ist das okay. Ne? Ja. Er kennt Katzen und er kann stundenweise alleine bleiben. Ja, und er ist auch familientauglich. Also auch Kinder wären kein Problem, die natürlich schon ihm auch seine Ruhezeiten gönnen. Er macht gemütliche Runden. Ja. Auch als Senior schöne gemütliche Runden. Ja, die mag er sehr. Und seine Kraft ist aber nicht zu unterschätzen. Denn wenn meinetwegen so ein provokanter Rüde ihn mal so anpöbelt, dann zeigt er auch, dass noch ein ganzer Kerl in ihm steckt. bedingt durch die Größe und durch sein Alter ist natürlich ein ebenerdiges Zuhause Pflicht. Ja. Gerne mit Garten. Ja. Das ist nichts für den dritten, vierten Stock. Nein, auf gar keinen Fall. Denn Niki hat natürlich altersbedingt auch schon einige Zipperlein. Also er hat ein vergrößertes Herz und bekommt zweimal täglich eine Tablette. Er hüstelt so regelmäßig, oder man hört es jetzt ja auch so, dieses. Das ist halt eine eingeschränkte Funktion des Kehlkopfes. Und natürlich bekommt er auch schon ein Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung seiner Gelenke. Ne? Also klar. Aber er ist so ein herzensguter Kerl und so ein treuer Freund mit ganz viel Liebe. Ne? Und der sich jetzt wirklich einen ganz schönen Lebensabend wünscht. Das wünschen wir uns natürlich für den Niki auch. Denn ihr habt es ja in den Bildern gerade gesehen, ist echt ein toller Hund. Ein toller
großer Senior. Mhm. Oberwart, Golden Retriever, Mix, Niki möchte gerne bei uns im Tierheim ausziehen. Ja. Vielleicht ja zu euch. 54 Kilo Lebendgewicht, erzählt mir der Tierpfleger gerade. Du bist auch nur ein kleiner. Ein kleiner Snack für die große Emma. Die Emma ist am 24.03.2015 geboren, also 8 Jahre alt. Ein Dog-Mix, der die seit Mai letzten Jahres bei uns im Tierheim ist. Ja. Die wurde von Behörden als gefährlich eingestuft und dem Halter entzogen, da er sich nicht an die Auflagen gehalten hat. Mhm. Der hatte einen kleinen Hund ziemlich schlimm verletzt. Ja, hatte sie. Denn Emma hatte in ihrem Leben vorm Tierheim halt immer viel Freiheiten, ne? Und es mangelte ihr einfach an Führung und auch an Achtsamkeit. Ne? Aber jetzt im Tierheim hat sie gelernt, dass es Menschen gibt, die für sie auch diese ganzen Dinge regeln. Ja. Und das funktioniert inzwischen auch richtig gut. Genau. Und wenn sie sich eben auf ihre Menschen verlassen kann, dann ist sie wirklich ein leicht zu führender und entspannter Begleiter in beliebigen Situationen, kann man so sagen. Ne? Mhm. Die Emma ist natürlich dennoch sehr selbstbewusst. Ja. Das ist sie. Ja. Aber dabei freundlich und sehr treu. Ja. Generell ist Emma mit Artgenossen verträglich, also Rüden sind natürlich bevorzugt. Nur kleine Hunde mag sie tatsächlich nicht sonderlich. Und da ist auch das Geschlecht egal. Ja. Es dürfen keine kleinen Hunde sein. Mhm. Ganz einfach. Genau. Wir denken, so ein Haus mit eingezäunten Garten in ländlicher Umgebung wäre schön für sie. Ja, das wär ihr Traum. Ne? Aber auch standfeste Kinder, so ab 10 Jahren, dürfen auch mit im Haushalt sein. Ebenerdiges Haus, auch ganz wichtig. Ja, genau. Bevor dann wieder kommt, naja, muss aber in den zweiten Stock hoch, 54 Kilo. Ebenerdig. Ja. Emma wurde ja halt hier im Tierheim auf ihren Wesenstest vorbereitet und den hat sie auch sehr gut bestanden. Dennoch bleiben einige Auflagen bestehen. Zum Beispiel die Leinen und auch die Maulkorbpflicht, ne, wenn man draußen unterwegs ist. Sie hat natürlich dennoch einen richtig tollen Charakter, den sie auch endlich mal anderen gegenüber zeigen möchte. Ja, und wir suchen jetzt wirklich verantwortungsvolle Menschen, die die Sachkunde haben, Emma souverän zu führen. Und dann werden sie aber auch erleben, was sie für eine treue und friedliche, entspannte Hündin sie eigentlich ist. Ne? Die kleine, zierliche. Emma. Emma. Emma, komm mal her. Komm mal her, du kleine, dicke Flügel. Du hörst doch klasse. Du kleines, süßes Bambi. So, wollen wir noch mal Foto geben? Das zeige ich noch mal Foto. Ja, super, die toll. Auch. Emma, sofern Interesse melden. Toll. Ja. Du bist eine tolle, bist du. Eine tolle Emma. Oh, eine Schmusebacke bist du auch. Verstehe. Aber die Leckerlis sind leckerer. Ja. Köstlicher. Mhm. Emma. Ja, zeig dich mal in deiner ganzen Pracht. So, ihr könnt natürlich auch diesen Monat hochwertiges Hundefutter im Wert von 100 Euro gewinnen, dank unseres Sponsors Animonda. Im Februar hat der Kai und seine Anda mitgemacht und gewonnen. Und sie schreiben uns, hallo liebes Tierheim-Team, anbei ein Foto von Anna mit dem Gewinn. Wir haben uns riesig gefreut und gleich ein paar Leckerlis geöffnet. Und man sieht an dem Bild, es ist üppig. Ne? 100 Euro ist eine Menge. Ja. Eine Menge Hundefutter. Dank Animonda. So, wir haben auch natürlich auch diesen Monat einige tolle Einsendungen. Die zeigen wir euch jetzt. Und ich fange mal an mit... Wieder mit dabei sind Volker, Uschi und Hündin Fiene, die uns aus der Schwäbischen Alb zuschauen. Ihr könnt natürlich jeden Monat teilnehmen. Mhm. Und auf der Suche nach einem neuen Familienmitglied schauen in Wenzendorf in Niedersachsen Christina und Christoph mit und Emma gerne Tierheim TV. Ganz herzliche Grüße aus Heidgraben senden uns Martina und ihr Hund Crash. Mhm.
Und in Rodenberg im Deister schauen Markus und die beiden Shih-Tzus, Rocky und Eli, sehr gerne Tierheim-TV und haben noch keine Sendung verpasst. Wahnsinnig über den Gewinn freuen würden sich Peanut und Emil aus Hannover. Und aus einem spanischen Tierheim stammend wünschen Erna und Frauchen Nana in Dresden allen Hunden ein schönes Sofaplätzchen. So, Silke mischt und ich schnell, wie jeden Monat die Regel, ein oder mehrere Fotos, möglichst mehrere Fotos. Auf einem solltet auch ihr mit drauf sein. Senden an gewinnspiel@tierheim-hannover.de. Bisschen Infos zu euch und euren Hund oder euren Hunden. Und ja, den Satz vervollständige. Ich gucke Tierheim TV, weil. So, Silke hat gemischt. Komm, meine Fee. Ich nehme aus der Mitte. Also so schön drapiert. Da haben wir den oder die Gewinner. Wir gucken mal. Gewonnen hat Annabelle mit den Hunden Peanut und Emil aus Hannover. Die Fotos sind sensationell. Und die schreiben, wir gucken Tierheim TV, weil? Weil wir es so wundervoll finden, mit wie viel Herzblut ihr für jeden Hund, egal welches Päckchen er trägt oder mitbringt, das passende Zuhause findet. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und liebe Annabelle, wenn der Gewinn bei euch zu Hause ankommt, schick uns bitte ein oder mehrere Fotos, damit man sieht, wie Peanut und Emil glücklich sind über den Gewinn. Annimonda setzt sich übrigens mit dir in Verbindung, damit es natürlich auf deine beiden Lieblinge, das Futter auf eure beiden Lieblinge abgestimmt wird, damit es auch wirklich schmeckt. Mitmachen und gewinnen. Es lohnt sich. Sponsort, muss man immer wieder dazu sagen, von Annimonda. Jetzt haben wir sie auch im Bild, den letzten Hund diesen Monat. Ja, und zwar ist das die Nala. Die Nala ist 2 Jahre alt, also 2021 geboren. Ein Staff-Mix. Da haben wir vorhin schon überlegt, was da vielleicht noch mit drin sein könnte. Ridgeback haben wir uns überlegt, ne? Ja, also so langweilig ist, ja. Ne? Hübsch ist auf jeden Hübsch Fall. Hübsch ist er. Fundhund. Ja. Seit September letzten Jahres bei uns im Tierheim. Was haben wir zu sehr temperamentvollen, aktiven und sportlichen Hündin für weitere Informationen? Ja, anfangs ist sie doch etwas unsicher. So war es auch bei uns. Kamera war ja auch nicht ganz geheuer. Wenn sie aber aufgetaut ist, dann ist sie wirklich freundlich zu Menschen. Und manchmal kann sie dann auch wirklich distanzlos sein. An der Erziehung muss auf jeden Fall noch ein bisschen gearbeitet werden. Mhm. Wichtig ist bei ihr, sie will nicht nur körperlich ausgelastet werden, sondern unbedingt auch geistig. Ja, ne, damit sie halt auch nach der geistigen Auslastung halt ihre Ruhephasen nutzt, um wirklich auch mal runterzukommen und zu entspannen. Genau. Mhm. Das Alleinebleiben, das muss auf jeden Fall noch geübt werden. Ja. Bei uns hier im Tierheim macht sie gerne mal Decken, Körbchen etc. kaputt. Ja. Ja. Ja, ist ja dann zu langweilig. Ne? Ja, da muss man dran arbeiten. Genau. Klare Sache. Mit Rüden ist sie verträglich, wenn sie mit ihrer ja, rüpelhaften Spielverhalten klarkommen. Ne? Ja, so devote oder auch zu dominante Rüden, denen tut man aber mit Nala keinen Gefallen. Ja, weil sie so ungestüm ist, ist natürlich auch ganz klar, es sollten keine kleinen Kinder im Haus sein. Ja, aber Jugendliche sind durchaus okay. Ja, Nala sucht jetzt erfahrene und aktive Halter, die mit ihr halt durchs Leben gehen. Ne? Und jetzt holen wir die Nala. Nala, komm mal her. Zeig dich doch mal. Du bist ja so eine Hübsche. Die musst du doch noch mal. Mach mal Sitz. Du hast doch, mal zeig mal. Toll machst du das. Der letzte Hund diesen Monat, die Nala, sofern Interesse, lernt sie kennen, lohnt sich auf alle Fälle. Und guck mal, die Öhrchen sind niedlich. Der Blick vor allen Dingen auch. Der Blick vor allen Dingen auch. Wir verabschieden uns von euch. Bis denn. Jo, tschüss.